Weil der Gary Brooker von Procol Harum auch mit dem George Harrison zusammengearbeitet hat im Plattenstudio. Außerdem möchte ich jetzt mich für den Willi bedanken, weil er hat jetzt kein Mikrofon zur Hand, dass ihr alle kommen seid. Das findet man toll. Ja, Applaus für euch. Und jetzt will ich sagen, Procol Harum, eine Nummer, die fast jeder kennt, und so ist es gar nicht an. Free.